Erst seit März 2021 sind die beiden Euro-Dual von der Holzlogistik und Güterbahn, kurz HLG, im Rennen. Neben Holztransporten werden seit einiger Zeit auch die sogenannten Laugenzüge aus der Kali-Bergbauregion südlich von Gerstungen nach Bokelow bei Wunstorf befördert. In Wunstorf wird abgebügelt, denn die Anschlussbahn nach Bokelow ist nicht elektrifiziert. Motorstart. Der 16-Zylinder-Caterpillar-Motor läuft. Jetzt liefert der Generator den Fahrstrom. Bis später. Ciao. Ronny Thormann hat den Zug fertig gemeldet. Ausfahrt in Wunstorf. Die Kesselwagen sind beladen und bringen einiges an Last an den Haken. Es ist Kalilauge, die transportiert wird. Mit nur 20 km/h rollt der Zug über die Anschlussbahn ins etwa 10 Kilometer entfernte Bokelow. Die Kalilauge wird zur Stabilisierung mittels Flutung der Schächte des stillgelegten Kaliwerks Siegmundshall in Bokelow verwendet. Davor wurde die Lauge in der Werra verknappt. Auf den Werksgleisen in Bokelow wird rangiert. Der beladene Zug muss ins Werk und der leere zurück in die oberhessische Kalibergbauregion. Wozu eine Rangierlok? Auch das kann eine Euro-Dual.
Nach etlichen Sägezahnfahrten ist der Zug im Werk und die Rückleistung zusammengestellt. Wieder mit nur 20 km/h rollt der Zug zurück nach Wunsdorf. Beeindruckende Bilder entlang der Felder am Rande des Steinhuter Meeres und des Kahlenberger Landes. Die Eurodual ist für derartige Leistungen gemacht. Eingespart werden Rangierloks, Lokwechsel und natürlich entfallen diese Leistungen unter Fahrdraht. Wunsdorf wird erreicht, ein wichtiger Bahnknoten in der Region. Hier hängt auch wieder Fahrdraht. Leider muss zum Umschalten von Diesel auf E-Lok-Traktion oder umgekehrt angehalten werden. Nötig ist ein Stopp eigentlich nicht. Doch das Eisenbahnbundesamt hat bei der Zulassung auf den Umschalthalt bestanden. Dieselmotor aus und Bügel hoch. Weiter geht die Fahrt wieder in E-Traktion.